So, Freunde, willkommen wieder bei All Blue Review. Noah und ich sind heute in der Mall und wie wir gesagt haben, es gibt mehrere Videos. Ja. Heute sind wir jetzt bei Boba Hero. Das ist eine von den, ich glaube, das ist eine Kette. Und wenn ich mich nicht richtig irre, dann haben wir nochmal so einen Laden draußen bei uns im Outlet. Da werden wir dann auch nochmal hingehen. Aber hier, haltet euch fest, gibt es richtig viel geilen Scheiß. Deswegen gehen wir mal rein und checken das mal aus. Weil wir haben nämlich schon eine Sache, ja, auf die Noah auf jeden Fall scharf ist. Hier, Chainsaw Man. Hm? Chainsaw Man? Also das Poster? Ja, da fragen wir. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie es anders heißt. So. Hey. We're back again. So. Yeah, is that the one you can see from the outside? $15.99. $16. Yeah. So he wants the one with the Chainsaw Man. Yeah. The one outside? Yes, the one outside. Minato. Ja, gut so. Wir gehen gleich mal hier drüber, über die ganzen Figuren. Das ist wohl gerade der Hammer. Ja, und wer Lust hat auf Bodypillows, die bekommt man ja auch. Das ist aber zu witzig. Falls man ja sein Bodypillow heiraten will. Ihr wisst, was ich meine. Guck mal, was hier noch gibt. Was ist das? Das ist Chainsaw Man als Kill Bill. Hier, Power. Ja, Kill ja. Bill, kennst du wohl nochmal? Ich glaube, das sind Auto-Refresher. Fürs Auto. Wie cool ist das denn? Mega cool. Mega, mega cool. Guckt euch das an. Oh. JoJo's Bizarre Adventure. Chainsaw Man Lego. What? Leute. Pochita als Lego. Cool ist das denn? Mit der Kettenlege. Chainsaw Man sieht ein bisschen weird aus, aber ist okay. Kann man machen als Lego. Ist okay. Ich würde es mir jetzt nicht machen. Nee. Ich glaube, das ist nur so zum Zeigen. Oder? Mock. Ach, guck, das ist hier Nachahme. Die mocken das. Sagen sogar im Titel. Mega lustig. Ach, hier, guck mal, hier gibt es auch Handyhüllen und Wallets. Ja, das müssen wir mal kurz filmen hier. Jo. Gear 4. Bounderman. Und Snake Man. Cool. Der Höhepunkt hier in diesem Laden finde ich einfach oben vorne die ganzen One Piece Figuren ultra geil. So wie hier. Hungry Big Mom als Funko Pop. Ist das nicht abgefahren? So, guck mal, was gibt's denn hier noch? Was sind denn diese ganzen One Piece Dinger? Hier gibt's. Sollte doch mal das Licht anpassen, dann sieht man ein bisschen mehr. Hier gibt es viel Naruto. Pokémon. Inuyasha. Diese Oldschool-Sachen sind auch vertreten. Hier ist sehr viel Marvel und Disney. Hostess Twinkies. Yo, Twinkie! Ach, guck mal. Child Big Mom. Warum gibt es Big Mom so oft? Child Big Mom. Lin Lin. Aber ansonsten scheint es hier nicht nochmal irgendwas von One Piece zu geben. Was irgendwie ein bisschen weird ist. Ne, sehe nichts. Krass. Ja, nein, schon die Menge an Funko Pops. Ist schon wirklich beeindruckend. Da haben wir so coole Shirts.
Mewtwo. Das ist doch aus Dings. Das Bild ist doch aus Pokémon Stadium. War eins meiner ersten Spiele für die Nintendo 64. Da ich damals meine Mutter, bin ich richtig auf den Sack gegangen, dass ich unbedingt Pokémon Stadium als Spiel haben möchte. Und das Spiel, die blaue Edition und einen Game Boy Color. Die waren damals schweineteuer. Und ich als Kind hatte kein Verständnis für Geld. Und habe meine Mom so hart genervt, bis ich das bekommen habe. Ich habe es bis heute und ich spiele es immer noch. Also Mom, ihr habt wirklich sehr gut investiert in mich. Cool. Sehr, sehr nice. Gundams. Wegen One Piece hier, aber da wir alle möglichen Animes behandeln wollen hier auf dem Channel, werden wir auch alles hier filmen. Und ja, ich bin auch mega Star Wars Fan, aber das passt nun hier nicht rein in den Channel. Zu viel will ich auch nicht machen. Ich bin zwar ein bisschen Nerd, was das angeht, aber nicht zu krass jetzt auf Star Wars, dass ich sagen könnte, auch wenn ich Star Wars viel, viel mehr zelebriert habe in meinem Leben, aber ich bin nicht so in der Materie momentan. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier diese Figuren durch und gucken mal kurz, wie viel wir One Piece hier vorne stehen haben. Und dann gehen wir da hinten zu dem One Piece Regal. Hier ist nicht sehr viel. Gear 5. Mega cool. Sieht sehr nice aus. So. Was haben wir denn hier? Das kenne ich gar nicht. Was ist denn das alles? Das ist alles Demon Slayer? Mhm. Ach du Scheiße. Ich habe nur 2-3 Folgen gesehen. Muss mal mehr gucken. Ja, ich glaube auch. Weil die ersten 2 Folgen waren so, ja, okay, aber. Ja, ja, die erste Staffel ist gerade so. Die zweite ist richtig geil. Die dritte haben die. Ui. Die zweite ist auch. Richtig aufholen muss ich. Also wenn du bei der zweiten Folge, bei der zweiten Staffel, kann ich dir voll erzählen, also die, also so eine Animation, wo man auch kein Studio dran, das geht nicht. Und auch so eine dritte Staffel ist mega. Na, ich will Akademia, hatte ich mal angefangen zu lesen. Habe ich auch irgendwie nie weitergemacht. War einfach too much in dem Moment, wo ich da angefangen habe zu lesen. Aber habe ich alles noch auf der App, kann ich alles noch lesen. Jetzt wieder Zeit, mehr Anime zu lesen, damit wir auch mehr reden können. Die Figur ist geil. Ja? Ist cool. Oh, hier. Classics. Dragon Ball. Habe ich nie so krass geguckt. Ich habe, glaube ich, als Kind habe ich mal mehr Dragon Ball geschaut, aber jetzt und später habe ich nie mir die Mühe gemacht, alles durchzuschauen. Verurteilt mich gern, sorry, aber One Piece ist einfach my life. So, deswegen war das hier nicht immer so das Wichtigste. So, jetzt kommen wir zum Krassesten. Gehen wir hier alle durch. Ist mir egal. Black Maria. Kaidos Alte. Ulti. Sabo. Und hier. Alter. Wie krass die Muskeln gemacht sind. Übertrieben.
Richtig crazy. Sieht übertrieben aus, ja. Aber hier. Leider ist sie nicht dabei. In der Crew. Aber ich wette, Yamato wird dazukommen. Da haben wir noch zwei Nami-Figuren. So, da haben wir auch hier. Das ist doch die Nami-Figur, auf die ich gewartet habe. Das einzige Mal, dass es Nami hier gerecht wird, weil ansonsten, ihr seht, was ich meine, ist Nami irgendwie immer sehr eingepackt. Ungewöhnlich. Was ist denn das hier? Realistic. Realistic Ruffy hier. Was haben wir denn da unten drin? Ist das das gleiche? Ja, das gleiche. So, Ulti haben wir auch hier. Uta, sorry, nicht Ulti. Uta und Ulti. So, und hier mega nice. Special Version. Whitebeard gegen Roger. Mega cool. Sanji als Special. Keine Ahnung. Pirat oder so. Was haben wir hier? Oh, mega krass. Und dann kommen wir zu meinen ihren krasseren Favorites. Trafalgar Law, Captain Kidd. Sind in den anderen Läden auch? Ja, ich glaube, in den anderen Läden sind auch noch Figuren. Okay, die Figuren sind Handel, aber da können wir nicht. Ja, schwierig. Mhm. Ja, also, ihr denkt dran, wir haben mehrere von diesen Videos auf dem Channel. Nicht nur diesen Laden werden wir durchgehen, sondern auch andere. Wir haben in der Mall, glaube ich, mehrere Läden, wo solche Figuren drin sind und Anime-Merchandise, was wir euch zeigen werden. Die verlinken wir alles hier oben in der Infobox und auch immer unten drunter, dass ihr genau da gleich drauf gehen könnt und euch die alle anschauen könnt. So, jetzt machen wir weiter bei Jewelry Bunny. Finde ich selber sehr cool. So, was haben wir denn hier? Wieder Nami. Ace. Ace als Wano Samurai. Ein normaler Ace. Oh, Nico Robin. Mega cool. Das fand ich einer der coolsten Killer. Im Kampf gegen Hawkins. Wie Noah auch schon gesehen hat direkt. Mega nice. Die 1000 Sunny. Und die Piratenkaiserin. Boa Ham Kukide. Ach, und hier ist sogar Robin bei den Tontadas. Oh, ja. Hier sind sie Tonta. Style by Leo. Richtig nice. Momonosuke. Und der krasseste Motherfucker ever. Zorro. Lorena Zorro. Hier auch. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Genauso wie Karute. Auch eine richtig geile Version von Kid, definitiv. Hier irgendwie so ein Ruffy-Verschnitt. Das ist wahrscheinlich aus dem Film Red alles, ja, genau. Habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, warum ich euch überhaupt was erzähle von One Piece, wenn ich noch nicht mal den Film gesehen habe. Bin richtig, richtige Lappen geworden. Marco auch sehr nice. So. Ich glaube, damit haben wir hier schon mal die ganzen One Piece Dinge durch. Wir müssen es gleich packen, ja? Gleich den nächsten Termin, aber das filmen wir hier nochmal kurz straight rüber. Guckt euch mal hier alles an. Seht euch etwas satt an den ganzen coolen Figuren, die wir hier haben. Mega nice. Sehr cool hier. Bisschen schwer mit dem Licht hier drin, weil die Scheinwerfer hier so krass drauf gehen. Ja. Dann auch so ein bisschen solche Dinge. Leech, mega nice. Zwei Figuren, ja, ein bisschen wenig. Leech wird erst wieder popular. Die Bleach-Erfolgssträhne ist jetzt durch die Jahre runtergegangen, aber jetzt kommt's wieder. Die Leute sind wieder interessiert, weil eben das letzte Chapter endlich kommt. Und Leute, für alle, die noch nicht den Manga gelesen hatten damals, Bleach war fertig 2013 oder 2014. Da war schon das ganze komplette letzte Chapter als Manga draußen. Seitdem warte ich, dass endlich verfilmt wird.
Jetzt haben wir was? 2023? Jetzt ist dann endlich soweit. Fast 10 Jahre musste ich warten, dass endlich Bleach fertig gemacht wird. Und da war ich... Ja. Gut. Okay, was haben wir denn hier noch so? Genau. Hier haben wir noch mehr Chainsaw Man. Denjiro. Uchida, Paul und... Sorry, ich hab deinen Namen vergessen, aber... Spoiler Alert. Er ist ja eh nicht mehr dabei. Von daher, Meryl. Meryl! Nice. Cool. Viele, viele Pokémon-Plüschtieren. Da wäre ich als Kind wahrscheinlich im Himmel gewesen. Mal gucken, vielleicht, wenn es Evoli gibt, dann muss ich das meinem Sohn mitbringen. Mein Sohn hat noch von mir geerbt bekommen, den originalen Pikachu von damals. Eins der einzigen Plüschtiere gewesen, was damals Mitte der 90er gab. Das habe ich damals bekommen. Ich sehe gerade leider kein Evoli. Das wäre jetzt mega cool gewesen, dann hätte ich es kaufen müssen. Definitiv. Aber gut. Vielleicht haben wir irgendwann noch Glück. Dann kriegt ihr das. Alter, wie groß die Figuren sind, ne? Hier ist ein Evoli, aber das ist leider kein Stofftier. Und zum Glück kostet 2GP auch nur $150. Von daher. Squirtle auch nur 150. Ich glaube, Squirtle ist ein bisschen größer. Preis-Leistung und so. Kriegt man mehr für Squirtle. Shiggy. So. Hast du es gekauft? Yes. So, der erste Kauf in einem... in einem Anime-Laden. Wie geil ist das denn? So. Okay, das war's zu Boba Hero. Wir müssen weiter zu unserem Termin. Und beim nächsten Mal zeigen wir euch den nächsten Laden. Checkt also die Links unten aus. Bis dahin. Ciao.